Sommerzeit mit Kathi Venusch. Er ist einer der Männer, die mich, wenn sie wollen, sofort zum Heulen bringen. Also der Mann hat es im kleinen Finger, wie Show geht. Franz Griesbacher von den Baldauern. Ja, du, ich sag nur Weihnachtsshow, ja, unter anderem, ja. Da sitze ich drin und heul wie ein Schoßhund. Ja, dann freut es mich, wenn wir die emotional berühren können. Das ist zu Weihnachten ja auch der Sinn der Übung. Also es soll ein bisschen Seelennahrung dabei sein und dann haben wir doch den Kern der Sache getroffen, wenn du das so empfindest. Also eigentlich ist ein psychologischer Ausflug so ein Weihnachtskonzert zu euch. Nein, es muss war eigentlich ein Kompliment, weil bei euch ist es so dramaturgisch perfekt aufgebaut und auch so einfühlsam moderiert. Also es ist einfach ehrlich, wie wir es empfinden, wie wir Weihnachten leben, und das Weihnachtsfest muss ja mit Würde auf die Bühne gebracht werden. Ich sage immer, ich ärgere mich immer, wenn ich was gesehen habe, wenn ein Künstler auf die Bühne geht, trällert seine Hits und neben stellt er einen verehrten Weihnachtsbaum hin, sage ich, das ist nicht Weihnachten. Also ich empfinde das anders, möchte aber niemanden ankreiden. Und wenn du das so empfunden hast, dann ehrt mich das sogar sehr. Ja, bringt Venus zum Heulen. Die Übung hat funktioniert. Die Paldau heute bei uns zu Gast. Viel Neues im Gepäck und darüber reden wir gleich. Hallo Franz Griesbacher von den Paldauern. Servus Kathi und Servus an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Steiermark, die uns jetzt hören. Ich hab gehört, wer heute kommt, habe überlegt, welche Jahreszeit wir haben, und dann habe ich in den Schrank gegriffen und mir heute was Weißes angezogen. Was kann das bedeuten? Das Paldauer Open Flair steht vor der Tür. 5. und 6. wieder die Weiße Nacht nicht am Schlossberg. Wir sind voll motiviert. Ich hoffe, da kommen wieder viele. Das Ambiente ist ja einzigartig. Nicht? Wir machen ja den ganzen Schlossberg zu einer Bühne. Das ist ja das Spezielle. Wir wollen mit dieser Idee, wollten wir vor Jahren, dass wir das brechen. Da auf der Bühne stehen die Stars und unten sitzen die kleinen Fans. Das ist überhaupt nicht unseres. Das will ich nicht. Da haben wir gesagt, wir sind eine Paldauer Familie. Und damit das herausgestrichen wird, ziehen sich alle weiter. An. Also ich habe da viel Widerstand gekriegt, auch in den eigenen Reihen. Und gesagt, bist du wahnsinnig? Meine Oma oder der Opa zieht sich nicht weiß an und so. Aber dann haben sie geschaut bis zur Uhr und was weiß ich. Die Leute haben sich da unmögliche Sachen einfallen lassen. Das Bild ist einzigartig. Also der Schlossberg ganz in Weiß, extra ausgeleuchtet, die Kasematenbühnen. Das ist wirklich ein Erlebnis für jedermann. Eine schöne, gemütliche, gemeinsame Sommernachtsfeier mit viel guter Musik, mit Paldauer-Musik. Was hast du da vorbereitet? Ja, das wird heuer richtiges Hitfeuerwerk von uns Paldauern. Also wir haben ja, was weiß ich, über 500 eigene Lieder und wir wissen genau, was unsere Fans am liebsten hören. Das ist eine geballte Ladung. Ich glaube, die Leute müssen sich darauf einstellen, es wird heuer etwas länger dauern. Okay. Also wir sind voll motiviert, wir freuen uns drauf, und das Heimspiel ist immer etwas Spezielles, eine Herausforderung. Es kommen die Nachbarn, es kommen die Schulkollegen, und da will man natürlich echt authentisch sein. Ist man dann ein bisschen nervöser? Nicht nervöser, man hat Respekt. Ich übertreibe, wenn ich sage, ich bin nervös, aber ich gehe mit großem Respekt auf die Bühne, weil die Leute nehmen sich Zeit, die Damen gehen noch zum Friseur, kaufen sie ein neues Gewand und so, die geben Geld aus fürs Hinfahren, für den Eintritt und. Und da ist es zumindest das Wenigste, dass wir auf der Bühne den Anstand und den Respekt den Leuten gegenüber in der Form bringen, dass wir sagen, wir geben alles, wir möchten euch einfach nur glücklich machen, und damit ihr mit Freude im Herzen wieder heimgeht und hoffentlich gern wieder zu den Paldauern kommt. 6 Musiker sind es, fast 53 Jahre spielt sie da zusammen auf der Bühne für das Publikum. Gab es bei der Planung heuer Probleme? Hat man so ein bisschen Bauch gehabt, weil man gesagt hat, wir wissen nicht, wie sich die Corona-Situation entwickelt. Das war ja jetzt 2 Jahre lang eher so auf Pause, ne? Nein, also alle, was da beteiligt sind, ob das die Spielstätten sind, die sind alle sehr hilfsbereit, muss ich sagen. Also wir haben Unterstützung von allen Seiten. Ob das die Bewilligungen sind, das ist schon irgendwie eingelaufen, und die, was da mitarbeiten, die haben das voll im Griff. Und wie gesagt, man braucht immer Unterstützung von allen, die beteiligt sind, das läuft. Aber natürlich, wie das Publikum reagiert, das weiß man natürlich nie. Nicht? Ah, es ist im Moment, du spielst dein Publikum wie bei einer Orgel, aber es ist momentan anders. Ja, wir haben jetzt in der Schweiz gehabt, da haben die Leute keinen Platz mehr gehabt, so ein Andrang war da, aber in der Regel, und da muss man alle ehrlich sein, ist einfach 20-25% überall weniger. Also überall. Mhm. Wir haben jetzt das große Glück gehabt, dass wir die Altersgruppe, was wir bedienen,
denen, die sind da sehr, sehr treu. Also man sagt ja, die Baldauer haben die treuesten Fans überhaupt und das beweist ja, dass die uns 5 Jahrzehnte treu geblieben sind. Und ich bin natürlich immer wieder froh, wenn es dann gerade in der Heimat, in Graz, wenn es da richtig funktioniert. Und wir wollen ja nichts anderes, als wie die Steiermark von der schönsten Seite zeigen. Und wie gesagt, und wir wollen immer wieder den Beweis antreten, dass es heißt, wir nehmen das ernst, wir freuen uns, dass ihr da seid und wir geben wirklich alles. Was wir optisch und akustisch darbieten, ist ja sowieso Nebensache, sage ich immer. Die Menschen spüren genau, ob du das ums Geld machst oder ob du das wirklich aus vollstem Herzen und mit voller Hingabe machst. Und das ist das alles Entscheidende. Und wenn so wie am Schlossberg so viel Gleichgesinnte in friedlicher Atmosphäre ein Familienfest feiern, dann ist das eine ganz spezielle Schwingung und die muss man einfach spüren, da muss man live dabei sein. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Also Freitag, 5. August, Samstag, 6. August mit dabei sein werden sicherlich auch wieder die Fans aus Deutschland, der Schweiz und aus Holland, kann ich mich noch erinnern, waren welche da. Und mit dabei ist sicher auch folgendes Lied. 3000 Jahre, das ist ja der Partykracher. Ich glaube, das spielt jede Gruppe, alle spielen das noch. Da ist uns wirklich ein Riesenwurf gelungen nach so vielen Jahren. Und ja, da geht's voll zur Sache. Das war ein absoluter Volltreffer. Ein absoluter Partyknaller, die Paldauer, 3000 Jahre und gleich eine Weltpremiere. Open Flair, Freitag, 5. und 6. August am Samstag, oben am Schlossberg, die Paldauer. Aber wir haben jetzt eine Überraschung für alle Hörerinnen und Hörer. Lieber Franz, du sagst, ihr seid jetzt doch schon eine Zeit auf der Bühne und es muss zu euch passen. Und jetzt sind natürlich in der Corona-Zeit einige neue Lieder entstanden. Eines hast du für uns mitgebracht. Ja, sehr gerne. Also ich bin der Meinung, wir müssen da ein bisschen mitdenken. Wir sind ja nicht mehr Teenager. Und was ist Hand in Hand am Weißen Strand? Da hat keiner mehr Appetit, sowas zu singen. Da würde ich nicht durchkommen in der Band. Interessiert mich selbst auch nicht. Ich sage, wir müssen uns selbst treu bleiben und gleichzeitig weiterentwickeln. Und großen Wert legen wir, dass die Texte, die Zeilen, dass die ein bisschen Aussagekraft haben. Ich gehe mal davon aus, ein erwachsener Mann, wenn ich dem gegenüberstehe, der muss sagen, du, das ist vertretbar, das kaufe ich dir ab, das gefällt mir. Und so haben wir die 9 Lieder angelegt. Also da soll jede Zeile unumstößlich sein. Sonst also einfach zu euch passen, kongruent sein. Es ist gerade die Situation, wo ihr drinnen steckt und die habt ihr auf Papier bzw. in Noten gegossen. Genau, wir wollen authentisch sein, die sollen spüren, die sind am Boden geblieben, auf das legen wir großen Wert. Wir sind sehr volksnah, wir wollen uns nicht verändern, wir wollen einfach Freude machen und die Menschen ein Glück bereiten. Mehr ist es ja nicht unser Job. Und jeder in unserer Branche, der glaubt, der ist mehr, der ist leider auf dem Irrweg, wage ich zu behaupten, nach 5 Jahrzehnten, es gibt nichts übers Normalbleiben. Das behaupte ich als ganz einfacher Steirer. Ein Schritt vor, kein Zurück heißt das neue Lied, was kann man darüber sagen? Ja, es soll auch Mut machen. Es soll sein, geht's vorwärts, es gibt nur noch vorn schauen und nicht immer, was hinten war. Die Vergangenheit, die ist gelaufen, das bringt nichts mehr. Was in Zukunft ist, das habe ich selbst im Griff und ich muss niemandem die Schuld geben, sondern ich muss mich selbst ein bisschen bemühen, dann geht's immer weiter. Also Mut und mit Begeisterung nach vorne schauen, fair bleiben, sich selbst treu bleiben, dann kann normalerweise nichts passieren. Weltpremiere jetzt im Radio für Sie, für uns, die Paldauer mit einem Schritt vor, kein Zurück. Gibt es dann auch am Schlossberg zu hören? Ja, hundertprozentig. Es gibt noch mehrere aus dem neuen Album, obwohl das Album noch nicht da ist. Aber für unsere Fans gibt es diese Premiere und ich hoffe, es sind viele dabei. Es gibt noch Karten bei Ö-Ticket und im Paldauer Büro. Macht's uns glücklich, liebe Steirerinnen und Steirer. Kommt's, wir wollen die Steiermark präsentieren und von der besten Seite sorgen für die Gäste, die aus dem Ausland kommen. Und jetzt die Weltpremiere. Die Paldauer, ein Schritt vor, kein Zurück. Ein Schritt vor, kein Zurück. Die Welt, sie dreht immer weiter. Manchmal sind wir ganz vorn, haben alles wieder verloren. Ein Schritt Richtung Glück und kein Zurück. Manchmal sind wir ganz vorn, haben alles wieder verloren. Ein Schritt Richtung Glück und kein Zurück. Ho, ho, ho. Eine absolute Weltpremiere. Die Paldauer, ein Schritt vor, kein Zurück.